Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Selbstverständlich könnt ihr diese Legung auch buchen, dann ist das persönlich maßgeschnitten. Es sind Videoberatungen und diese Videoberatungen sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, was will er sagen, 10 Euro. Und jetzt zu diesem Bild. 4 Jahreszeiten, 4 Elementen. Und die erste Bild zeigt die Feuerelement und das ist die Begeisterung. Feuerelement setzt etwas in Bewegung, das ist aktiv. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Die nächste Bild zeigt die Erdeelement. Das hat mit unserem Planet Erde was zu tun. Das hat mit Natur etwas zu tun, mit Realität, Bodenständigkeit, ein fester Boden unter den Füßen, dann Sicherheit, Stabilität, auch Materie, auch Finanzen. Dann kommt die Luftelement und es gibt die Leichtigkeit, befreit von etwas, was uns bedrückt, endlich aufatmen. Hat auch mit unserem Gedanken was zu tun und auch mit Kommunikation was zu tun. Dann kommt die Wasserelement und das symbolisiert das Unbewussten und symbolisiert auch unsere Gefühle. Die Feuerelement gehört die Tierkreiszeichen wieder. Die Tierkreiszeichen wieder ist das Bewegliche. Dann kommt das feste Löwe, etwas festhalten, zeigt eine gewisse Sturheit oder Unbeweglichkeit auch. Und die Tierkreiszeichen Schütze hat von beiden etwas, zeigt diese Dualität. Die Erdeelement, die bewegliche ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Das Festhaltende ist die Tierkreiszeichen Stier und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Jungfrau. Bei Luftelement ist die bewegliche die Tierkreiszeichen Waage. Wassermann ist das Festhaltende und Dualität zeigt die Zwillinge. Im Wasserelement ist die bewegliche die Tierkreiszeichen Krebs. Also hier ist anderes als im westlichen Astrologie. Das Festhaltende ist Skorpion und von beiden hat etwas und zeigt diese Dualität, die Tierkreiszeichen Fischen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Im Indischen heißt Suraya, das ist die Sonne. Also Suraya ist im Steinbock. Mond oder Soma befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das ist Mond. Dann kommt die Feuergott Agni und das verbinde ich mit Mars. Mars ist in Tierkreiszeichen Fischen. Merkur ist der Planet, die Handlungen und Kommunikation. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird mit ein D geschrieben. In diesem Bild ist die Schreibweise anderes mit 2 D geschrieben und das ist die nächste Stufe schon. Das zeigt schon die Erleuchtung, aber ich verbinde das mit Merkur. Dann kommt Jupiter. Jupiter ist die Weisheit, die Gerechtigkeit, vertritt auch die
Gesetze, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Jupiter vergrößert auch etwas und schenkt uns Optimismus und bringt auch Glück. Jupiter gilt auch als großes Glück. Jupiter befindet sich in Skorpion und steht mit Indra in Verbindung. Venus ist der Planet der Liebe. Das ist eine weibliche Energie. Und es ist nicht nur Liebe und das Weiblichkeit, sondern auch Schönheit, Kreativität, Harmonie und Frieden, Ästhetik. All das ist Venus-Energie. Venus befindet sich auch im Skorpion. Lakshmi heißt im Indischen. Dann kommt Saturn. Saturn ist in Tierkreiszeichen Schütze. Und mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Und in indischen Astrologie wird nur bis Saturn diese Planetenbewegung berücksichtigt. Sie arbeiten mit Uranus, Neptun und Pluto nicht. Höchstens, das ist eine moderne Richtung, ich möchte trotzdem Uranus, Neptun, Pluto auch dann erwähnen, beschreiben. Aber für die Tagesereignisse schließen wir mit Saturn und schauen wir das Bild an und wir achten auf die Elemente, weil wir brauchen die Gleichgewicht. Betont ist die Wasserelement, auch Feuerelement. Und durch die beiden Lichter, Sonne und Mond, natürlich auch die Erde-Element. Aber es ist nicht die Gleichgewicht. Das fließt von drei Richtungen die Energie und in vierte Richtung ist kein planetarische Kraft da. Und das ist die Luft-Element. Und damit wir im Gleichgewicht kommen, wir sollen unsere eigenen Energie in Luftelement richten und so schaffen wir die Balance. Und dieser Luftelement heißt Leichtigkeit, etwas mit Humor zu nehmen, spielerisch betrachten, miteinander reden, Spaß zu haben und unserem Gedanken ordnen. Dann haben wir mal aus den Elementen her das inneren Gleichgewicht. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen und bewegt sich im Widder. Natürlich wird in erster Linie bei Wiedergeborenen, dass das Veränderungen gibt, aber jeder Mensch hat Tierkreiszeichen Widder im Horoskop und genau in diesem Lebensbereich, wo die Tierkreiszeichen Widder befindet, ist zum Erwarten, dass unerwartete Ereignisse kommen, außergewöhnliche Begegnungen, Lebensumstände und auch Veränderungen. Neptun zeigt unseren Träume oder spricht über Traumbilder zu uns und zeigt unseren Vorhaben, unseren Visionen, dass wir das auch ernst nehmen. Und das ist auch die Inspiration und diese Inspiration, diese Energie haben gerade die Wassermanngeborenen. Hier kommt ein gewisses Luftelement und das unterstützt uns auch, unsere Träume zu leben, eine Vorstellung zu haben. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Pluto zeigt, wie wir im Inneren Kraft bleiben, wenn wir vieles loslassen, was diese Kraft raubt. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und steht in Verbindung heute mit Aldebaran. Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen, ein hell leuchtenden Stern im Himmel, Auge des Stieres
Und Aldebaran gilt als Wegweiser. Wenn Aldebaran aufging, dann folgten die Plejaden. Und die Plejaden zeigten besonders in Ägypten die Fruchtbarkeit, weil dann kam die Regenzeit, die Nilüberflutung. Und das war für die natürlich sehr vorteilhaft wirtschaftlich und es wurde auch verehrt. Und Aldebaran gilt als Wegweiser. Und so können wir das auch wahrnehmen. Das heißt, wir brauchen heute die Orientierung. Aldebaran ist die Auge des Stieres, befindet sich im Tierkreis, seinen Stier. Also die Augen öffnen für etwas, etwas klar und deutlich sehen. Und genau wo wir unsere Aufmerksamkeit lenken, genau in diese Richtung werden wir uns bewegen. Die Verbindungen, Sonne steht mit einer Konjunktion zu Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten oder Drachenschwanz. Und es ist eine karmische Knoten und Ketu symbolisiert die alte Karma, aber holt auch die Schattenseite der Dinge ins Oberfläche. Und das spüren wir auch. Und hier wird dann die Vollmondposition stattfinden, gerade bei diesem karmischen Knoten. Das heißt, 21. Januar ist totalen Mondfinsternis. Und das ist jetzt die Sonne- und Ketu-Verbindung. Also wir spüren die Schattenseite unserem Selbst oder unserem Leben und das werden wir auch wahrnehmen. Diese Schattenseite ist oft unsere eigene Angst und wir sollen diese Angst überwinden. Mond steht nach Sonnenuntergang mit Merkur in Verbindung. Merkur ist der Planet der Kommunikation. Mond löst etwas aus, weil wirkt auf unsere Emotionen. Und diese Verbindung gegen Abend wird das exakt diese Verbindung heißt Quinkungsaspekt. Und das könnt ihr so vorstellen wie ein Pendel. Stellt ihr vor euch ist ein Pendel und dieser Pendel ist gerade unbeweglich und ihr überlegt, in welche Richtung schlägt es aus. Ihr weiß nicht, ist das nach links oder rechts oder bleibt stehen. Man weiß es nicht. Also entsteht eine innere Unsicherheit. Und gerade wenn das um Gefühle geht und um Kommunikation geht, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, spielt keine Rolle. Es entsteht dieser Dilemma, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich schreiben, ja oder nein? Soll ich Gefühle zeigen, ja oder nein? Oder wird er schreiben? Wird er über Gefühle sprechen? Öffnet er sich? Diese Unsicherheit verspüren wir gegen Abend. Und weil hier diese Ungewissheit auch da ist, weil man weiß nicht, wie der andere reagiert, ich würde sagen, eher jetzt abwarten, keine Frage stellen, nicht über Gefühle sprechen, sondern abwarten, bis ihr überzeugt seid, dass das richtig ist, Gefühle anzusprechen, aber nicht diesen Zustand, diese Unsicherheit. Was aber wunderschön ist, eine sehr vorteilhafte, schöne Verbindung zwischen Mars und Venus. Und Mars und Venus ist die beiden Liebesplanet. Mars ist das männliche, Venus ist das weibliche. Also es ist eigentlich eine wunderschöne Liebesenergie. Aber diese Mars-Venus-Verbindung vermittelt Vertrauen. Vertrauen. Und das ist auch im Wasserelement. Agni, Mars, Lakshmi, Venus, im Wasserelement. Und bei diesem schönen Verbindung ist wichtig das Vertrauen.
Vertrauen an das Fluss des Lebens und Vertrauen auf die Gefühle. Wenn aber gegen Abend wird das so sein, wo Mond und Merkur in dieser Quinkungsaspekt steht, das kann diese Vertrauen zerstören, wenn man Frage stellt, liebst du mich noch? Oder ich zweifle daran? Oder was hast du gemacht? Sondern es ist wichtig, das Vertrauen vermitteln und nicht die Gefühle ansprechen, weil wir können gerade nicht einschätzen, wie der andere das auffasst. Es ist alles ungewiss. In den vergangenen Tagen war eine Spannung zwischen Jupiter und Neptun, wo ich gesagt habe, das ist Ungerechtigkeit, kann auch um Betrug handeln. Diese Spannung ist vorbei. Jupiter bewegt sich schneller als Neptun und Jupiter durch diese schnellere Bewegung entfernt sich von dieser spannungartigen Verbindung. Also das ruht sich, es verbessert sich. Was schön ist heute wirklich diese Liebesenergie. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.